Man sieht noch hier eine Flasche, warte. So, jetzt. Dich? Weggestellt. Witzig. Ja, witzig, wirklich. Es fängt schon wieder an. Komm, wirklich. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen endlich wieder zu einem nice Video und heute mal eine Special Edition. Leute, wir machen 12 jeweils von diesen 81 plus seltenen UCL Spieler, Player, Packs auf jeden Fall. Sehr nices kann man da drin ziehen. Ich habe zum Beispiel einen MVP da schon rausgelackt und Leute, wir haben heute zu den Special Packs passend einen Special Gast dazu. Meine Damen und Herren, stehen Sie auf. Für den einzig waren Tim Latka. Max, bitte. Bitte, Max, bitte. Herzlich willkommen. Heute seht ihr mal wieder, wie es ist, wenn ein Account einfach hier mit Glück zugedröhnt wird von EA und der andere Account einfach nichts bekommt. Ich bin nämlich auf meinem RTG-Account, hab ordentlich Coins investiert, ja, für das Video hier mit Max. Deswegen haut auf jeden Fall mal auf den Daumen nach oben und ich hoffe, dass sich das hier lohnt. Max hat gesagt, die sind absolut krank heftig. Ich habe gesagt, die sind absolut krank überhaupt nichts. Und Max, wenn du soweit bist, ich bin heiß. Die 12 Packs lachen mich an, ich würde direkt mit dem ersten starten. Ich bin auch heiß, Leute, dadurch, dass wir hier einen Schalke am Start haben, 1004 Likes, okay? 1004, nicht mehr, nicht weniger, Abfahrt, das gesagt. Und Jungs, checkt natürlich auch wie immer sehr, sehr gerne MPG aus mit maximale 5 Spardegel 1 zu 5% und natürlich auch für die günstigsten PSN-Karten im Netz, Leute, Instant Gaming steht euch da zur Verfügung. Okay. Ich bin auf dem ersten Pack, wählen was aus. Wie gesagt, wir haben hier 12 Packs, noch ganz kurz zur Erklärung, wir bauen uns daraus eine Mannschaft, spielen gegeneinander, wir haben 12, weil wir, falls wir ein Doppel ziehen und als Chemie-Joker noch, ihr wisst Bescheid, damit haben wir einen Joker offen, also können einen theoretisch doppelt ziehen, damit ist gesagt, du darfst runterzählen. Okay, 3, 2, 1, go! Ich bin heiß, endlich mal wieder einen Schalke abziehen, let's go! Oh mein Gott, Walkout! Erstes Pack, Walkout, ich auch, erstes Pack. Ach nein, hör mal auf jetzt, nein, hör mal auf, oh mein Gott, ich bin gerade fast zusammengebrochen. Ich meine es gerade krass ernst, ich bin gerade fast zusammengebrochen. Ich habe Anthony Martial Walkout gezogen. Ah, Stürmer Frankreich. Oh mein Gott. Aber der ist gut zum Spielen. Ich habe den Peter Gulaschi. Dazu muss ich vielleicht sagen, Max, ich habe das Pack vielleicht schon etwa 20 Sekunden vorher aufgemacht. Okay. Ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen, aber ich habe zumindest schon mal einen 85er Torwart. Schon mal gut. Ja, du hast einen Torhüter schon. Ich würde sagen, wir können die Packs einfach hier so hintereinander so ein bisschen aufmachen. Zack, zack. Alles klar, zweites direkt. Es ist auf jeden Fall gut, wenn man hier einen Torhüter drin Walkout, hat. Walkout, back also to back, Junge, da. Ja, die Packs sind gut. Ungarn, Torwart, was soll denn das? Nein, jetzt du die zweimal ziehst. Ja! Nein! Doch, was ist das? Unter allen Walkouts geben die mir da die Ungarn-Walkout back-to-back. Das ist doch schon wieder eine absolute Frechheit. Wir haben übrigens genau deswegen 12 gemacht. Max meinte nämlich zu mir, ey, yo, lass mal 11 machen. Ich so, nee, ich zieh safe jemand doppelt. Jetzt habe ich 2 Packs geöffnet, direkt doppelt. Deswegen hatten wir nämlich extra diesen einen Joker. Weil, so sieht's aus. Naja. Übrigens, wenn ich jetzt noch ein Doppel ziehe, dann muss ich da irgendeine so komische Bronzekarte reintun. Aber es ist wieder ein Walkout. Back-to-back-to-back. Das ist wieder Ungarn. War da. Ich hatte gerade einen guten, schönen 81er Sami Khedira drin. Ja, also die alte Juve-Legende. Da haben wir hier ein Pack. Max, ich hab 3 Torhüter, bist du ja Bürki. Nein, hör mal auf. Ja, ey, das ist doch nice für mich. Das ist ja richtig nice für mich eigentlich. Ich hab 3 Torhüter. Das heißt, du spielst safe mit dem Torhüter im Feld schon. Ja, mal, ne? Brauchst sehr mich nice, nicht gefällt mir. Aber. Das wird nachher spiele ich hier mit dem 81er Khedira am Tor. Also ich sehe mich da schon. Viertes Pack will ich jetzt. 04, Max, 04. Ja. Bin ich auch dabei und kein Walkout. Alter, let's go, Mann, Alter. Geil. Gibt's denn noch geile nice Non-Walkout-Karten, die so zumindest OP sind? Boah, schwierig. Nee. Ich habe Netflix and Chillwell gerade gezogen, aber gut, lassen wir es. Ich hatte einen Meunier. Also bisher 2 Leipzig-Karten und 2 BVB-Karten. Genau. Meine absoluten Lieblingsmannschaft. Walkout? Frankreich-Stürmer, bitte. Frankreich? IV? Laporte. Junge, ich hab gedacht, Varan! Oh mein Gott, Junge, das wäre so ein kranker Pull gewesen, Varan. Aber Laporte ist okay. Pack Nummer 7. Also hier auf Position 7 geht auf für CR7. Leider nicht. Ich hatte gerade Tyson, 92 Pace für den Flügel. Gefällt mir. Hab auch hier den Walkout, also immerhin den 84er. Spanien! Da bist du doch! ZM! Da habe ich einen Perfect Link. Okay. Nee, also kein Perfect Link, aber hier einen grünen Link zumindest von Man City. Diaz hatte ich gerade drin. Let's go. Ich habe immerhin Thiago auch wieder. 85 hat so von dem Rating her kann ich mich bisher nicht beklagen. Das ist ein guter, Chemie, ja. Chemie, aber.
Bosnien-Herzegowina, RM, wer wird das? Visca, Visca Barca, da perfekt. Okay, einen Offensivstarken haben wir nochmal drin mit Martial. Ich hoffe, die beiden werden die ein oder anderen Dinger da hinten reinzwiebeln. Da würde ich mich sehen an der Stelle. Wie viele Packs hast du noch? Ich habe noch 5. Ich habe die letzte. Ach nein, ich habe Javi Martinez mit 37 Pace. Da kann ich lieber mit einem Torwart spielen, Max. Und vor allem muss ich die ja alle benutzen, weil ich habe meinen Joker ja schon nach 2 Packs verspielt gehabt. Ich habe jetzt noch 5 Packs. Ja, genau, ich auch. Okay. Ich auch. Genau. Ja, auf geht's. Sind wir ungefähr gleich auf. Jetzt hier gerade mal einen Portugiesen, Danilo Pereira. Aber wenigstens noch was defensiv. Also ich muss sagen, so offensiv, defensiv habe ich bis. Ah, ich habe auch keinen Torhüter. Nein. Deutschland. Ich habe nur noch 4 Vorwart. Packs. Ter Stegen, aber ich. Das ist gut. Ah, der ist gut im Tor. Der ist mega gut. Ja, aber ich habe nur Torhüter, Max. Gib mal einen ab jetzt hier. Aber ist gut, das ist ich hoffe, gut. Da ist jetzt einer drin. Ich muss einen Torhüter noch ziehen, nämlich sonst ist hier wirklich, da ist Hopf und Malz verloren. Das wäre da so witzig, wenn ich nur Torhüter hätte und du hättest keinen Torwart, deswegen ist es fair. Ich muss aber mal sagen, nein. Aus der Matthias Ginter. Aus der RTG-Sicht war der 90er Testdegen für mich sehr wichtig. Das stimmt. Da muss ich ja fairerweise auch ein bisschen dran denken, auch wenn das in den Videos halt auch so ein bisschen egal ist, aber Fakt ist ja auch, ich muss auf meine Coins schauen. Und deswegen war das zwar doof für das Video, aber sehr gut für sonst was. Ich brauche nur einen Torhüter, Mann. Ich will nichts anderes als einen Torhüter. Ich brauche nicht mal mehr Walker. So, jetzt zeig mir irgendwie eine Torhüter-Position an. Spanien, da gibt's doch auch Keeper, oder? Jawohl, let's go. Mann, das kann Keeper nicht sein. Wichtig, auch noch Premier League ist das gut. Ich brauche Stürmer noch. Sehr nice. Alles. Spanien, rechter Flügel. Ja. Sarabia. Ich muss mal sagen, wir haben gar nicht so schlechte Sachen bisher gezogen. Ja, ich gleich im ersten Martial, du hattest jetzt hier noch einen Ter Stegen und Co. drin. Also das ist okay. Let's go. Also bei mir ist auf Hopfen geht und Malz etwas verloren. Hopfen und Malz. Und bei mir ist eigentlich, aller Tage Abend eigentlich schon, muss ich mal so sagen. Okay. Nämlich ist wieder kein Nein, Wort Max, auf. Ich hab nur rechte Flügel und nur Torhüter, ne? Okay, letztes Pack mach ich auf. Letztes Pack, genau, machen wir auf. Ich bin gespannt. Komm, Walkout, komm. Auf geht's. Nein, schade. Wie viel Walkout ziehst du eigentlich bitte? Stürmer. Nein, hör mal auf. Mbappé, Alter, was? Nein, hör mal auf. Nein, auf Max, jetzt. Junge. Das ist kein Schock. Hör mal auf. Willst du mich? Ey, Max, nein. Doch. Nein. Doch. Junge, für die RTG, Max. Weil du auch immer Mbappé ziehst. Ich fass es nicht! Nein! Als ob, Junge, GG! Ist kein Mann. Witz! Alter! Hä? Und ich oh hab mein Danilo Gott, Pereira was? Zum zweiten Ey, Max, ich hab ohne Spaß so lange, das wissen die meine Videos gucken, nichts gezogen zu dem Zeitpunkt, zumindest heute der Aufnahme. Ja, vor, stimmt, das hast du mir noch geschrieben, vor extra. Den Rewards. Und du meintest sogar noch, also, irgendwann muss man mal Glück haben. Ja. Und dann ist aber auch der Kilian! Junge, wie krank, ey, was ist das denn hier? Wir haben ja gedacht, wir ziehen hier höchstens irgendwie so ein paar, keine Ahnung, was, 83er, 84er, so, dass es ein spannendes hier Spiel wird. Und jetzt werde ich wahrscheinlich von einem Kilian Mbappé komplett auseinander. Also Max, ich bin dir auch ewig dankbar. Das war eine super Idee, das Video, Das ist für meine RTG. Irgendwo haben wir es uns mit der ganzen Zeit jetzt mal verdient. Natürlich ist es dann auch lucky, das ist ganz klar. Aber ich denke mal, hat man sich dann erarbeitet. Und für meine RTG, das bringt mir extrem viel noch. Also extrem viel. Der kostet 1,2 Millionen. Wir haben insgesamt jetzt 3 Millionen Coins erspielt. Das muss ich mal vorstellen. Das ist über ein Drittel, was wir in 2,5 Monaten erarbeitet haben. Ja, Max, danke dir. Sag ich wirklich danke dir. Sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir uns mal hier kurz ein paar Teams drum und sehen uns gleich wieder. Let's go. Max, das war übrigens Peter Gulaschi. Wie? Was? Eben gerade, ja? Als wenn ich Mbappé ziehe. Max, bist du bescheuert? Junge, was bist du für ein Mensch? Och nein. Okay, also das ist mein Team. Immerhin 42 Chemie. Auf den Außen zumindest ein bisschen Pace. Zwei Torhüter sind aber in der Startelf. Wie sieht's denn bei dir aus, Max? Ja, also ich muss sagen, chemietechnisch hat mich Premier League ganz gut durchgesaved, dieser Man City Link hin. Also EVs kommen auf Fullcam. Ich bin bei 68 Chemie. Das ist echt gut. Vor allem dann vorne noch Martial, der muss da vorne was regeln. Promise habe ich hier noch unten. Sami Khedira ist mein Hoffnungsträger da im Mittelfeld. Die Maschine im Mittelfeld. Der wird hier jetzt Angst machen, sage ich hier so, wie es ist. Wir gehen rein ins Game. Let's go.
so, da ist er doch, bin Max. Angekommen. Ich habe die Schwitzerbrille an und lehne mich jetzt nach vorne, gut kick, ne? Hey, hör mal auf. Hast du jetzt wirklich, du hast doch nicht ernsthaft wirklich jetzt Mbappé gezogen. Da ist er direkt bei der Kilian. Nein, wirklich einfach nein. Eigentlich, wenn es hier richtig gut läuft, kann ich hier doch eigentlich gleich den Mbappé wieder wegrochen, oder? Ja, aber wenn es nicht so gut läuft und so wie hier, wo Mbappé direkt mal seinen Elfer rausholt. Ball! Das ist doch Ball! Netflix und Chilwell, Max. Och nee, also Herr Schiedsrichter. Dein Tor ist aber sehr klein. Das war so klar. Also, ich wusste es so sehr, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wirklich, das hättest du da nicht in der Mitte geschossen, hätte ich mich hinterfragt. Tyson! Klasse Pass. Mbappé. Verwirrung. Da Verwirrung. Och nee. Da lutscht am Daumen wieder. Klasse. Och nee. Max, ich will nichts sagen, aber es ist vielleicht ein bisschen unfair mit dem Mbappé da vorne. Sag mal, willst du verarschen oder was? Bürki. Roman. Roman auf der Linie. Das Torwart. Ja, Mann, das ist Torwart. Ich glaube es nicht. Ey, das Torwart. Das ist das Torwart gehen. Da ist er wieder, der Stegen-CPU, der hat dir einfach den Ball abgenommen. Da ist er. Ja, Mbappé. Ja, super. Nein, du hast den Keeper gemoved. Och nee, also da ist halt auch wirklich wenig Chance. Ich meine, es ist halt dieser Mbappé. Aber du hattest da eine Riesenchance, das muss man glaube ich sagen. Roman Bürki, gutes Tackling. Vincent Promis. Der Stegen und Bürki, Alter. Nein. Ja, ja, voll. Oh nein, das ist ein Schiedsrichter, das ist ja nicht mehr, das ist ja nichts mehr hier, bitte. Aber hier ist schon wieder Mbappé mit der nächsten Chance, da move der Max Manne doch wieder den Torwart. Torhüter bist nach Südafrika gemoved, ja, muss man auch mal so sagen. Naja, du wirst ja noch hin und wieder mal Anschluss haben in dem Spiel, ne? Was? Da klingelt's doch erstmal. Boom! Dann lass du mal wieder Anstoß, ja. Max. Ja, Junge, Anthony, 3-1, da bist du doch. Jetzt wird das Comeback gestartet, wirst du sehen. Ja, ein bisschen langsam hier. Martinez, den hat er doch gehabt. Oh, oh. Elfer, let's go. Freistoß für mich. Alles Freistoß gesehen. Freistoß für mich, hab ich auch so gesehen, Schiri. Da ist er, der Stegen. Boom, Junge, dann knippst du da auch noch. Bann den weg, Digga. Guck mal, wie der schon wieder läuft, Max. In die Mitte. Da ist er schon wieder. Er bietet sich an von der Volley. Bälle. Oh, da hör mal oh, auf. Junge, ey, wer hätte der den reingemacht, hätte ich hier... Hätte ich alles zusammengeschrien, das sag ich dir aber. Nur noch Bürki, Junge, das ist ein Torhüter. Nein! Let's go. Komm, lupf ihn rein, Max. Trau dich. Ach, das hat mich nervös. Oh, viel Stick, Mann. Ich hab gedacht, ich hab's schon irgendwie ein bisschen verspielt, ja, aber Anthony ist da. Einer geht noch, sagst du? Roman Bürki. Da hat er sich mal vernaschen lassen. Aussteigen. Nein. Ah, was? Das ist Abseits. Was war das denn? Abseits. Ach, das ist doch nicht der. Auch nee. Ja, da ist es aus. Guck mal, Man of the Match. 2. Ja, also wer Man of the Match ist, ja gut, da ist er da, Kilian. Grüße gehen raus, du hast ihn gezogen, ich hab ihn gezogen. 2 Discards aber nur, ne? Der Mbappé hat trotzdem. Und der Ter Stegen, ich mein's krass ernst, der war der beste Spieler auf dem ganzen Spielfeld, das war der Wahnsinn. So, dann habe ich 2 abstoßen, kommen wir mal zum schönen Teil des Videos. Wobei, das war für mich, wie gesagt, schon absolut voller Erfolg, Max. Ein Genuss. Ich würde gerne mal den RZM nehmen und den linken Verteidiger. Ja, du hast es geschafft, den Martial zu treffen. rechter ZM hast du gesagt, ne? Ja. Ist Ruben Dias. Mhm. Ist Ruben Dias der Mann und linker Verteidiger war Martial. Ja, ja, 84er hätte es eh nicht mehr gespielt, oder? Genau. Nee, was soll ich mit dem? Soll ich die abstoßen oder eine SBC machen? Kannst abstoßen. Du entscheiden. Machen wir. Ist wie gesagt Untrade, wenn ich dieses nächste Mal im Verein habe, ist glaube ich ein bisschen schlechter. Ja. Grüße gehen raus. Und ja, Laporte, linker Flügel stand der Mann. Okay. Haben wir die beiden abgestoßen. Leute, falls euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt rein, falls ihr nochmal gerne hier so ein ähnliches Play, falls nochmal so Upgrade-Packs kommen, ja, ist immer so ein Spezialgebiet, nicht, das ist immer nicht so mit SBB-mäßiges, sowas nur 815-mäßiges, ihr wisst Bescheid, Leute, von daher lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Tims Kanal natürlich unten alles verlinkt, kommt bestimmt demnächst auch mal ein Video irgendwie, sowas ähnliches, ne, man kennt's und bin ich raus, du hast die letzten Worte. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und Max,
Vielen Dank für deinen Packlack. Ne? Wir sehen uns. Mach's gut, Leute. Haut rein und ciao. We'll be right back.